Also ich wollte einfach mal dieses Video hier machen, ja, und dann ein bisschen rausschreien. Wacht auf, Leute, gebt Gas. Ja, gerade eben habe ich wieder ein Horst Lünning Video gesehen. Ja, was ich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe, dieses Tafelgeschäft, ja, wird jetzt dann 2020, das sind noch ein paar Wochen hin, auf 2000 Euro reduziert. Und ja, hallo, grüße euch. Heute mal Motivation, ein Motivationsvideo. Letzten Samstag, heute ist Montag, letzten Samstag hatte ich ein bisschen mit dem Magen zu tun und wahrscheinlich was Falsches gegessen, ich weiß es nicht. Und am Sonntag hatte ich so das Gefühl, dass ich immer, ja, so komisch Burnout-Symptome habe irgendwie. Also mit anderen Worten, kurz erklärt, du stehst morgens auf, machst deine ganze Routine und alles, setzt dich an den Schreibtisch, arbeitest 2 Stunden und hast plötzlich das Gefühl, du hast eine komplette Denkblockade. Bist völlig energielos, ohne Grund. Ja? Also du könntest quasi alle 2 Stunden irgendwie eine halbe Stunde meditieren oder sowas. Ja? Also, oder Pause machen oder irgendwas. Ja? Und da habe ich heute einfach kurz einen Bekannten von mir angerufen, der ist Arzt, und habe ihn so gefragt, was ist denn das und so, gibt es da irgendwie einen Zaubertrank oder was, oder was sagst du dazu? Und dann sagt mein Bekannter so, naja, als allererstes mal würde ich dir empfehlen, damit du auch besser schlafen kannst, trinke eine ganze Woche lang nur Kamillentee oder Kräutertee, was ich sowieso viel trinke, und keinen Kaffee. Okay, und er kennt mich, er weiß, dass ich gerne Kaffee trinke, und da habe ich gesagt, okay, kein Thema, wenn du das sagst, du bist Arzt, mache ich das eine Woche lang. Und was ich aber letztendlich gemacht habe, war was ganz anderes. Und zwar, ich bin ins Fitnesscenter eine Stunde durchtrainiert, dann 3-mal in die Sauna, abwechselnd, kalt geduscht, natürlich, und immer wieder, also 3 Gänge, und danach dann eine halbe Stunde Ruhe, also insgesamt 4 Stunden so richtig mal durch, ja, von A bis Z, so richtig mit Zeit genommen, heiß, kalt, Training, körperlich, geistig, und dann abends habe ich dann noch ein bisschen Pilates gemacht und so mehr so softere Sachen und ein bisschen Meditation und so weiter. Und danach war ich wieder topfit, ja, weil ich muss gerade mal ziehen, weil sonst wird er kalt. So ein Espresso, schon was Feines. Ja, immerhin, ja, also ein paar Stunden ohne Kaffee habe ich ausgehalten. Also nicht, also ja. Und worauf will ich hinaus? Ich erinnere mich sehr gut zurück, ich habe mal für eine Sales Agency gearbeitet vor einigen Jahren und war dort Coach und so weiter. Und dort, ja, da gab es so einige Typen, und vielleicht schauen die jetzt gerade sogar zu, ist mir auch egal, ich nenne keine Namen, weder von der Firma noch von der Person, aber also Leute, mit denen ich auch befreundet war oder angefreundet, Kollegen einfach oder wie auch immer, bin ein sozialer Typ normalerweise. Und ich erinnere mich zurück, dass wenn die, sagen wir mal, 2-3 Monate hart gearbeitet haben, diese Sales Agency, der Job war hart, dass sie sich einfach quasi als Burnout-Syndrom, ja, was so ein bisschen Trendthema auch ist, ne, in der Krankszene, einfach mal dann 2 Monate krank gemeldet haben mit Burnout. Ne. Und aber in dieser Periode, wo diese besagte Person krank gemeldet war als Burnout, gleichzeitig mit mir abends im Salsa-Kurs war, ne, spätestens jetzt weiß die Person, falls ihr das Video schaut, wen ich meine, ist mir egal, ich nehme keinen Namen. Aber rein aus Prinzip, andere wiederum ähnliche Szenarien. Also worauf ich hinaus will, dass
die Mentalität bei uns in Deutschland, was ich ziehe mal kurz ins Winter kalt. Ich habe ja versprochen dem Arzt, ne, meinem Bekannten, dass ich in einer Woche keinen Kaffee mehr trinke. Ab morgen. Ja, ab morgen. Muss dann noch gerade eine Webseite ein bisschen basteln, da, für einen Kunden. Und, jetzt habe ich den Faden verloren, zu fix. Ja, genau, einfach, das, und ich merke es auch, wenn ich zum Beispiel Telefonakquise mache, in manchen Firmen mehr wie in anderen, dass da sehr viel Abwesenheit herrscht, ja, auch bei gehobenen Personen und so weiter. Kurzum, die Mentalität ist einfach, wenn ich irgendein Zapperlein habe, ja, Zipperlein, mir quietscht was, mir juckt was, mir quetscht was, mache ich einfach krank, ne? Und es gibt einige, die ich da eben kenne, die haben da Ärzte, die schreiben da krank, ne? Auf, ich weiß nicht was, wie lange und so weiter, dass die letztendlich aufs Jahr gesehen, ja? Und die Lohnfortzahlung besteht dann 6 Wochen, glaube ich, durch den Arbeitgeber. Und alles, was darüber hinaus ist, zahlt nur die Krankenkasse. Natürlich ist es nur noch ein Prozentsatz vom Nettogehalt, Durchschnittsgehalt. Aber immerhin, das zahlen wir da ein. Ja, ich zahle fast 900 Euro in die gesetzliche Krankenversicherung ein. Und wenn ich jetzt eine private noch dazu nehme, dann bin ich ganz schnell bei 1000 irgendwas, 1200, 500 Euro oder was. Ja, also da haben andere nicht mal so viel Mietkosten, wie ich für eine Krankenversicherung abdrücke. Und du hast halt einfach die Höchstsätze auf einem gewissen, das musst du nicht viel verdienen, da hast du die Höchstsätze bei uns, ja. Ich glaube 4.400 Euro brutto oder sowas, ja. Also das ist ein Witz. Und warum diese Beiträge so hoch sind, es liegt an vielen Problemen, quasi, ja, die vielen alten Leute, die wir haben und so weiter, aber natürlich auch an den Leuten, die einfach letztendlich von 12 Monaten im Jahr Geld kassieren, aber im Schnitt nur 10 Monate im Jahr arbeiten. Und denen geht es einfach am Arsch vorbei, ja, wie unsere aktuelle politisch-wirtschaftlich-politische Situation ist, ja, unsere wirtschaftliche Lage, dass wir quasi am Scheideweg sind zwischen, ja, die nächsten 20, 30 Jahre noch wettbewerbsfähig in der globalen Wirtschaft oder eben eher weniger wettbewerbsfähig, ja. Und das kotzt mich ein bisschen an und deswegen mache ich dieses Video und ich möchte einfach Leute motivieren, ja, wacht doch endlich mal auf, ja. Das tut er ja für euch selber und nicht für irgendwelche anderen, ja. Und ich frage mich auch manchmal, warum haue ich so hart rein, ja, weil ab die besagten 4.400 irgendwas Euro, ja, geht es dann wirklich heftig los. Also dann kriegst du halt tatsächlich die Höchstsätze in allem, was du halt abdrücken musst, ja. Und, aber ich sage, hey, ich tue es trotzdem für mich, ja, denn selbst wenn ich mehr abdrücken muss, bleibt doch noch mehr bei mir hängen, als wenn ich immer nur auf so einem Minimum herumdümpel. Ich kenne auch damals in dieser Sales Agency waren auch Leute zum Beispiel, die ich dort kennenlernen durfte, die absichtlich wenig Gehalt wollten, weil sie Kinder hatten, geschieden und unter einer gewissen Grenze, ich glaube 1200 Euro oder was netto, bleiben wollten absichtlich, damit sie keine Alimente abdrücken müssen an ihr Kind, das halt mit der Ex-Frau halt größtenteils ist, ja. Wie traurig ist das denn? Was ist das für eine Mentalität? Ja, und das waren keine Einzelfälle, das waren mehrere, wo ich das immer wieder gehört habe. What the fuck, hey, ja? Was sind das für Männer? Die haben ja keine Ambitionen oder was? Setzt ein Kind in die Welt und dann ist meine Motivation und meine Ambition für den Rest des Lebens, möglichst nicht mehr als 1200 Euro zu verdienen netto, damit ich keine Alimente abdrücken muss. Muss ich doch vorher mir Gedanken machen, ja, mit wem ich Kinder produziere. Und selbst wenn ich mir diese Gedanken, kann ja mal passieren, dass einfach ein Kind bei rauskommt, okay, ich habe jetzt auch keins, hätte auch vielleicht gern mal welche oder was, aber gut, dann ist es halt passiert, aber dann muss ich dafür auch gerade stehen, Verantwortung übernehmen. Und das ist genau der Punkt hier bei uns in Deutschland, ja. Die Leute, die gammeln, die sind in einer Gammelmentalität,
selbst diejenigen, die Jobs haben und alles, ja, ich rede ja nicht mal von denen, die auf der Straße rumgammeln oder irgendwas. Und diese Gammelmentalität, das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Das sind die ganzen Kleinverdiener, ja, zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Das ist die große Masse aber, ja, die unser System trägt nach wie vor. Ja. Die einen Großteil der Konsumnachfrage ausmacht. Und das ist dann ein großer Unterschied, ob die halt dann 1.200 verdienen oder 1.400 oder 1.500. Jeder 100 Euro zählt auf die Millionen von Menschen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt repräsentativ sind, die Beispiele, die ich selber erlebt habe. Aber warum sollten diese Beispiele, die ich selber erlebt habe, nicht repräsentativ sein? Warum sollte ausgerechnet nur ich, ja, quasi lauter Ausnahmen kennenlernen durfte? Also warum sollte ich, ja? Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Also ich wollte einfach mal dieses Video hier machen, ja, und da ein bisschen rausschreien. Wacht auf, Leute, gebt Gas. Ja, gerade eben habe ich wieder ein Horst Lünning Video gesehen, ja, was ich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe. Dieses Tafelgeschäft, ja, wird jetzt dann 2020, das sind noch ein paar Wochen hin, auf 2.000 Euro reduziert. Und was ich dann gerade verstanden habe, dass es schon zum Beispiel auf 1.000 Euro weitere Reduktionen schon geplant ist, ja, und irgendwann ist es halt ganz futsch. Gebt doch jetzt Gas, versucht doch jetzt noch so möglichst viel Geld zu verdienen, ja, um einfach das noch quasi, solange alles noch ein bisschen funktioniert, sich da ein bisschen aufzustellen, ja, ein paar Polster zu schaffen oder was, ja. Naja, okay, das soll es gewesen sein. Ich weiß nicht, wer dieses Video schaut. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen vielleicht einen Gedankenanstoß gegeben in die richtige Richtung. Manchmal habe ich das Gefühl, bei manchen ist es letztendlich vergebene Liebesmühe, aber wie wir alle wissen, die Hoffnung stirbt auch da zuletzt. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein, und ich bin raus. Tschüss.